Liebe Geschwister, ich bin reingekommen und habe, weil ich vielleicht eine halbe Minute zu spät dran war, vielleicht auch eine Minute, sofort den Weg hier reingesucht. Und als ich dann die Kanzel betreten habe, habe ich eine Reihe von Gästen gesehen und war natürlich positiv überrascht gewesen, Alhamdulillah. Für diejenigen, die vielleicht noch nie in der Art Gäste während einer Freitagspredigt gesehen haben, als kleiner Hinweis, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat die Moschee nicht nur zu einem Ort der Gottesanbetung gemacht. Beziehungsweise die Moschee war ein Ort der Gottesanbetung, aber diese Gottesanbetung bestand nicht nur darin, zu beten und Koran zu lesen und Predigten zu hören, sondern es war auch ein Gemeindezentrum gewesen. Im Gemeindezentrum wurde gefeiert. Es gab Aufführungen, darstellendes Spiel zum Eid. Ja, wir kennen die berühmte Überlieferung in Bukhari, dass die Abessinier einen Speertanz, also Tanz nicht im Sinne von Tanz, sondern also eine Speeraufführung vorgemacht haben. Also im Arabischen heißt es Raqasa, ja, was wir jetzt hier nicht in unserem Sinne interpretieren. Und wir haben über die Leine gesprochen, die mit Datteln bestückt gewesen ist. Immer haben Leute Datteln gebracht in die Moschee. Für über 100 Jahre in der Moschee von Medina war diese Leine gespannt. Das heißt, es war auch eine Sozialeinrichtung, und wir wissen, dass auch Obdachlose in der Moschee gelebt haben. Manche sprechen davon, dass über 900 Obdachlose insgesamt in diesen knapp 10 Jahren in der Moschee Unterschlupf gefunden haben, über einen längeren Zeitraum. Und nun hört gut zu, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat auch nicht-muslimische Gesandtschaften in der Moschee empfangen und in der Moschee mit ihnen gesprochen. Und dann sind sie nicht irgendwo anders hingegangen, zu einem Gasthaus oder zu einer Herberge oder zu Familien, sondern sie haben in der Moschee übernachtet. In der Moschee haben sie übernachtet. Ja, die Christen aus dem Najran beispielsweise waren in der Moschee zu Gast, wie es authentisch überliefert wird. Und wir freuen uns über jeden, der die Moschee betritt. Über jeden, der die Moschee betritt, Alhamdulillah. Und wir freuen uns auch, wenn dies zur Zeit des Freitagsgebets stattfindet. Ja, natürlich, ich hoffe, dass Sie aufmerksam gemacht worden sind, dass Sie die Handys ausschalten und ja, dass Sie Ihre guten Socken mitgebracht haben, die ohne Löcher, und dass Sie auch die nächste halbe Stunde überstehen können im schweigsamen, aufmerksamen Zuhören. Dazu herzlich willkommen. Liebe Geschwister, als der Prophet Muhammad, Allahs Segen und Frieden sein mit ihm, zum ersten Mal eine Begegnung mit Jibril, mit Gabriel hatte. Und wir kennen diese Begegnung, die ihn auch erschöpfte. Ja, stellt euch mal das vor. Ja, ihr pflegt eine Beziehung zu Gott, ihr zieht euch extra zurück in eine Höhle auf einem Berg, ihr nehmt euch Proviant mit für mehrere Tage, und auf einmal erscheint dieser edlen Person der Engel Gabriel. Das war ein ergreifendes Erlebnis. Und der Prophet kam zurück, Allahs Segen und Frieden sein mit ihm, zu seiner geliebten Ehefrau, zu Khadija. Und er berichtet ihr von diesem Erlebnis. Und subhanallah, wie reagierte Khadija? Aus dieser Reaktion können wir so vieles lernen. Was sagte sie? Sie sagte, und das war praktisch ihre Antrittsrede als Muslimin. Denn sie bezeugte die Wahrhaftigkeit vom Propheten Muhammad, Allahs Segen und Frieden sein mit ihm. Und sie gab eine Ansprache. Was sagte sie? Sie sagte, Allah wird sich um uns kümmern. Absolutes Vertrauen in den Schöpfer. Dies ist eine frohe Botschaft. Sei standhaft. Vertrauen auf Allah, aber auch das Verständnis, dass mit der Bezeugung auch einhergeht, dass man geprüft wird. Und dass deswegen wichtig ist, dass man geduldig ist. Und sie sagte, ich schwöre bei dem, in dessen Hand meine Seele ist. Sie schwört auf Gott. Ich bin überzeugt, dass du der Prophet für diese Gemeinde bist. Für alle Menschen, die darauf folgen sollten. Und bei Allah, er wird dich niemals verloren gehen lassen, niemals im Stich lassen.
Und jetzt hört gut zu. Das war nicht nur, ja, die Liebe einer Ehefrau zu ihrem Ehemann. Wobei ich sowieso der Meinung bin, dass in 100% aller Fälle, wenn heute ein Ehemann zu seiner Frau zurückkehren würde und solche Dinge erzählen würde, die Frau wird ihn nicht ernst nehmen. Ja, ganz abgesehen davon, weil wir eben nicht diese Vertrauenswürdigkeit haben. Worauf stützte sie ihr Urteil? War nicht nur Emotionen, ja? Sie sagte, du pflegst die Verwandtschaftsbande. Und wir wissen, das ist nicht immer leicht. Du bist wahrhaftig. Oh, der Wahrhaftige. Immer die Wahrheit sagen? Das ist schon schwer, oder? Als Kaufmann immer die Wahrheit sagen? Das ist noch schwerer. Und trotzdem, der Gesandte war As-Sadiq al-Amin. Der, der immer die Wahrheit sagt und der, der vertrauenswürdig ist. Das war sein Rufname in Mekka gewesen. Welche Rufnamen haben wir? Ja, der Zerstörer, ja, der, ja, solche Namen geben wir uns. Aber er hat den Namen bekommen, der Vertrauenswürdige, der Wahrhaftige. Du hilfst den Schwachen. Das ist schwer. A, weil man erstmal selber stark sein muss, um den Schwachen zu helfen. Daraus kann man erkennen, der Prophet Mohammed, er war eine starke Persönlichkeit. Er war nicht unterdrückt in irgendeiner Form. Er war eine starke Persönlichkeit. Deswegen hat er den Schwachen geholfen. Aber nicht nur deswegen. Weil kennen wir die Starken, die aber nicht ihre Stärke für die Schwachen einsetzen, sondern sie nutzen sie, um von anderen Starken noch mehr Respekt zu bekommen, indem sie halt auf andere, indem sie andere unterdrücken. Aber A, war er selbst stark und nicht unterdrückt. Und B, hat er seine Stärke nicht dazu genutzt, um zu unterdrücken. Kennen wir den Hadith? Muslim ist derjenige, vor dessen Hand und Zunge man sicher ist. Strahlen wir dieses Gefühl aus. Ah, bei dem kann man um Schutz bitten oder er ist eine Zufluchtsstation. Oder wollen wir anderes zeigen? Ja, Bomberjacke und Bauchtasche, so Bodybuilding, Marken und so weiter. Ja, wir haben manchmal so, wenn wir aufwachsen in der Pubertät, suchen wir so diese Symbole, die Stärke ausstrahlen und aber auch Warnungen. Ja, sei gewarnt. Komm mir nicht zu nahe. Ja? Aber der Prophet Mohammed, er war jemand, die Schwachen wussten, sie konnten immer zu ihm gehen. Du ehrst deine Gäste. Du ehrst deine Gäste und stehst den Geprüften bei. Wenn du eine Sorge hast, zu wem gehst du? Du betest vielleicht irgendeines der 360 Götter an, aber zu wem gehst du, wenn du Sorgen hast? Du gehst zum Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Oder du gehst zu Mohammed erstmal. Damals war er noch nicht der Prophet gewesen. Also vor seiner Berufung. Das war der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, Allahs Segen und Frieden sei mit ihm, in der Gesellschaft. So beschrieb sie ihn. Das waren die ersten Worte von Khadija. Worte, die ihren Islam bestätigt haben und kundgetan haben und gleichzeitig den Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam diesen Beistand zugesprochen haben, den er in dieser Situation ja auch bei seiner Frau irgendwo gesucht hat. Denn wie gesagt, das war ein sehr, sehr beeindruckendes, erschöpfendes, prägendes Erlebnis. Diese Begegnung mit Jibril, mit Gabriel. Lesen wir weiter. Das war die erste Rede von Khadija gewesen. Hören wir die ersten Worte von dem ersten muslimischen Botschafter, abgesehen vom Propheten, Allahs Segen und Frieden sei mit ihm, gegenüber einem nicht-muslimischen Herrscher. Was war die Situation gewesen? Die Muslime waren so unterdrückt in Mekka, dass der Prophet sie, dass er ihnen genehmigte, dass sie nach Abessinien auswandern. Warum? Dort gab es einen christlichen Herrscher, der nicht unterdrückte. Und so gestattete er ihnen, dass sie ausgewandert sind, auswandern durften. Waren eine Gruppe von knapp 80 Leuten, wie authentisch überliefert ist. Und die Mekkaner haben das nicht gern gesehen. Die Quraysh. Die wollten sie wieder nach Mekka zurückbringen. Und da haben sie Bestechungsgeschenke mit Gesandten losgeschickt und einen sehr wortbegabten Menschen, Amr ibn al-As, der später Muslim werden sollte. Und sie sollten den König dazu überreden,
die Flüchtlinge wieder auszuweisen nach Mekka. Aber der König war, wie bereits der Prophet gesagt hat, Allah Segen und Frieden sei mit ihm, ein gerechter Mensch. Er sagte, Moment, ja, warum diese ganzen Geschenke? Ich will erstmal die Leute anhören. Was wurde gesagt? Was wurde gesagt? Er sagte, Ja'far war der Redner gewesen der Muslime. O König, wir waren ein unwissendes Volk gewesen. Wir haben Götzen angebetet. Wir aßen Verendetes. Wir begingen Ungeheuerlichkeiten, also Sünden ohne Grenzen. Wir brachen die Verwandtschaftsbande. Wir behandelten die Nachbarn schlecht. Und der Starke unter uns unterdrückte den Schwachen. Das war eine Situationsbeschreibung. Für diejenigen, die zu spät gekommen sind, entschuldigt natürlich. Es geht nicht um die heutigen Tage. Ja, auf diese Tage treffen diese Worte auch ziemlich gut zu. Aber nein, es war eine historische Situation. Nämlich, dass der erste, diese besondere Situation, dass ein muslimischer Botschafter vor einem nicht-muslimischen Herrscher eine Rede hält. Bezogen auf seine Religion. Was ist diese Religion, die sie dazu gebracht hat, auszuwandern nach Abessinien und die Mekkaner dazu veranlasste, diese Menschen so stark zu unterdrücken, obwohl sie ja so tolerant sind, wie bereits angemerkt, 360 Götter, aber ein einziger Gott wurde nicht toleriert, damals in der mekkanischen Gesellschaft. Doch dann schickte Allah zu uns einen Gesandten. Wir kennen seine Herkunft, seine Ehrlichkeit, seine Vertrauenswürdigkeit und Frömmigkeit. Er rief uns dazu auf, nur Allah anzubeten, und niemandem anderen diesen Dienst zu erweisen, dass wir ehrlich und vertrauenswürdig sind, die Verwandtschaft zu ehren, die Nachbarn gut zu behandeln, aufzuhören, Sünden zu begehen, kein Blut mehr zu vergießen. Er verbot uns die Ungeheuerlichkeiten, die so großen Sünden, das schlechte Wort, die unnütze Rede und dass man die Weisen schlecht behandelt und ihnen, ihr Vermögen zu eigenen Interessen aufwendet. Das heißt, wir haben die Antrittsrede von Khadija oder ihre erste Rede als Muslimen. Wir haben die Rede vor einem nicht-muslimischen Herrscher von einem muslimischen Botschafter, wenn man so möchte. Und nun, der Islam wird beschrieben von einem Nicht-Muslim zu einem anderen Nicht-Muslim. Nämlich als Abu Sufyan in die Gegend von Syrien gegangen ist, in das Byzantinische Reich und dort Handel treiben wollte und dort der byzantinische Herrscher wissen wollte, was geht da ab in Arabien, was ist da los mit, ja, wir haben gehört, da, jemand sagt, er wäre ein Prophet. Und dann wollte er von den Arabern selbst hören, was eine ziemlich gute, ja, also Herangehensweise erstmal ist. Ja, erstmal gucken, was sagen die Leute selbst über die Situation. Und da die Möglichkeit nicht für Abu Sufyan bestand zu lügen, weil er ansonsten aufgedeckt worden wäre, musste er Tatsachen einfach widerspiegeln in Bezug auf die Lehre des Propheten Mohammed. Und was sagte er, sallallahu alaihi wasallam, was sagte Abu Sufyan, der damals kein Muslim war, der damals den Islam bekämpft hat, und der keine andere Wahl hatte, als die Wahrheit zu sprechen vor diesem nicht-muslimischen Herrscher, der Byzantiner. Er sagte, er ruft uns dazu auf, der Prophet Mohammed, dass wir nur einen einzigen Gott anbeten mögen und ihm keine Partner zur Seite stellen. Und er verbietet uns, das anzubeten, was unsere Vorfahren angebetet haben. Er befiehlt uns zu beten und zu spenden. Er gebietet uns die Keuschheit, so, ja, dass wir, dass man da Regeln kennt, ja, die Verwandtschaftsbande zu pflegen, die Versprechungen zu erfüllen, das Versprechen zu erfüllen und wenn einem etwas anvertraut wurde, dass man das auch wieder zurückgibt. Ja, wir waren damals in einer, damals war die Gesellschaft keine Gesellschaft, wo man irgendwie Tresore hatte oder Bankschließfächer, ja, sondern manchmal hat man etwas Wertvolles besessen und man wusste nicht, wohin damit und dann hat man das an vertrauenswürdige Menschen abgegeben und dass man das dann in dem Moment auch zurückgeben muss. Ja? Was sagte der Prophet, Allahs Segen und Frieden seien mit ihm?
als er Medina betrat, nämlich als sich die medinensischen Führer darauf geeinigt haben, dass der Prophet Mohammed kommen möge, Allah Segen und Frieden sei mit ihm, um die Gesellschaft zu retten von der Blutrache. Ja, weil wir haben Fehden gehabt zwischen den Hauptstämmen und wir haben Unterfehden gehabt und wir haben Ich-mach-dich-kalt-Fehden gehabt, so private Sachen halt, ja, und dann, okay, du hast meinen Bruder kalt gemacht, jetzt mache ich dich kalt. So, wirklich übel war es damals gewesen, so übel, dass diese Stadt nach jemandem gesucht hat, der Frieden stiftet. Damals die Friedensrichter, das habe ich in wissenschaftlicher Literatur gerade vor wenigen Stunden gelesen, es gab sogar Friedensrichter, die ein Angebot abgelehnt haben, nicht auf diese Situation bezogen, auf andere Situationen unter den Arabern. Sie haben 100 Schafe als Schlichtungsgeld abgelehnt. Warum? Weil sie wussten, egal was sie sagen werden, früher oder später werden sie dafür getötet werden. Weil die so schlimm waren, die Araber damals. So schlimm war die Situation in Medina gewesen, im Speziellen. Noch nicht mal ein Schlichter, der bezahlt wird vom Volk, schlichte und wir wollen dein Volk, wir wollen dein Urteil akzeptieren. Aber die Schlichter waren klug, die wussten, okay, kurz werden sie es akzeptieren, danach werde ich sterben. Nein, nein, keine 100 Schafe, geht zu jemandem anderen. Und der Prophet, er kam in diese Stadt. Die Muslime bezifferten ungefähr 1000. Und es gab 10.000 Einwohner in Medina. Das heißt, sie waren numerisch in der Minderheit. Numerisch in der Minderheit. In der Sozialforschung übrigens spricht man oft davon, dass die Mehrheit nicht die Gruppe ist, die die höchste Anzahl vorweisen kann, sondern das ist die Gruppe mit dem Zugang zur Macht. Die Gruppe mit dem Zugang zur Macht. Das heißt, in dem Sinne waren die Muslime eine Mehrheit, aber numerisch gesehen waren sie eine Minderheit. Und es gab auch sehr viele Juden. Manche Forscher, wobei es da keine klaren Statistiken gibt, ja, sprechen davon, dass Medina zu 40% aus Juden bestanden hat. Ja, dass also gut 4000 Juden in Medina damals gelebt haben. Aber wie gesagt, die Statistiken sind nicht man muss sie jetzt nicht als heilige Offenbarung annehmen, da gibt es verschiedene Auffassungen. Aber die Juden haben einen gewichtigen Anteil in der Gesellschaft gehabt und es gab, wie gesagt, auch sehr viele Götzendiener immer noch in Medina, aber halt auch eine große Anzahl von Muslimen. Und die Führer der Gesellschaft haben sich für den Islam entschieden und haben sich dazu entschieden, dass der Prophet Mohammed, Allah segne und sei mit ihm, die Stadt führen wird. Stellt euch mal vor, er ist jetzt auf dem Weg nach Medina. Die Menschen erfahren davon und sie versammeln sich. Auch die Juden haben sich versammelt und auf eine willkommensheißende Art auch, wie in der wissenschaftlichen Literatur, auch überliefert wird. Ja? Das heißt, sie versammeln sich und erwarten den Propheten Mohammed. Was erwarten sie? Nicht nur, dass er irgendwo hier die Hand hebt und ja, sie wollen hören. Ja? Viele von ihnen haben ihn zum ersten Mal gesehen. Haben ihn noch nie gesehen und erwarteten ihn zum ersten Mal zu sehen. Und nicht nur das, zu sehen, was sagt er jetzt? Wie sieht es jetzt aus? Die Götzendiener gucken, was wird er jetzt sagen? Die Juden gucken, was wird er jetzt sagen? Die Muslime gucken, was wird er jetzt sagen? Groß und klein, ja? Männer wie Frauen versammelt. Was waren seine Worte gewesen? Afshu as-salam. Verbreitet den Frieden. Und verköstigt die Menschen. Also, er speist die Menschen. Letztens habe ich mich versprochen, habe ich gesagt, dass die Tariq-Moschee im Ramadan 300 Flüchtlinge täglich verspeist hat. Das war sehr peinlich gewesen, da musste ich mich korrigieren. Ja, verköstigt hat, das ist das korrekte Wort dafür. Afshu as-salam, wa atrimu at-ta'am. Wasilu al-Arham. Und pflegt die Verwandtschaftsbande oder bringt die Verwandten zusammen wieder. Ja, schweißt die Familie zusammen. Wasallu wa-Nasu Niyam. Und betet, während die Menschen schlafen. Tadkhulu al-Jannah bisalam. Und ihr werdet das Paradies betreten in Frieden. Subhanallah, womit begann die Rede? Ja, Afshu as-Salam, verbreitet den Frieden.
Und ich werde das Paradies betreten. Aber nicht nur das Paradies betreten, sondern in Frieden. Das heißt, die Rede begann mit dem Frieden und endete mit dem Frieden. Salam. Subhanallah. Jetzt fragt ihr euch, okay, machen wir mal so eine kleine Bilanz. Die Rede von Khadija, als sie Muslimin wurde. Die Rede von Ja'far, als er einem nicht-muslimischen Herrscher seine Religion erklären musste. Die Rede von Abu Sufyan, der als Nicht-Muslim den Islam einem Nicht-Muslim erklären musste. Und die erste Rede vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das war mir eine Datei, die nennt sich Erste Worte, die ich so zusammengetragen habe. Warum? Weil die Situation, zum ersten Mal sprechen zu müssen, eine besondere Situation ist. Und gerade aus diesen Worten kann man eine Menge herausgewinnen, weil man muss sich auf, man hat Prioritäten in dem Sinne. Ja? Man baut nicht auf etwas Vorangegangenes auf, sondern man etabliert eine Basis. Als ich mir dann diese vier Reden angeschaut habe, habe ich sie unterteilt in Botschaften, die die religiösen Menschen interessieren. Natürlich speziell die Muslime. Ja? Also kein Götzendienst und dass man zu beten hat und. Ja, das sind ja Dinge, der Atheist würde sagen, ja und? Was interessiert mich das? Ja? Aber es gibt Dinge, die interessieren alle Menschen. Ja? Soziales in Bezug auf oder Werte, Zwischenmenschliches. Ja? Ich habe eingeteilt, könnt ihr auch machen, in rein religiöse Botschaften und dann nochmal in rein soziale Botschaften. Ich habe insgesamt 32 Aussagen sammeln können. Vielleicht sammelt einer von euch 33, vielleicht 31. Und ratet mal, wie viele, ihr habt sie gehört, die vier Reden, wie viel inhaltlich in Bezug auf das Soziale, auf das Zwischenmenschliche in diesen vier Reden enthalten war. Und wie viel Religiöses. Von 32 Punkten waren 22 Botschaften auf das Zwischenmenschliche, auf das Soziale bezogen. Auf das Zwischenmenschliche, auf das Soziale bezogen. Was können wir daraus jetzt lernen? Wir als Muslime, die hier leben, als Minderheit. Als Minderheit, auf die man gerne draufklopft, wenn man gewisse politische Interessen hat oder gewisse dunkle Stellen in seinem Herzen hat. Ja, ich habe gerade letztlich gelesen, dass in einem englischen Blatt Flüchtlinge als Kakerlaken beschrieben worden sind, ja, die sowieso überleben würden und sogar selbst einen Atomkrieg überleben würden. Und ja, subhanallah, wisst ihr, wann das zuletzt in Europa Sprache gewesen ist? Zuletzt in der Welt, ja, bevor der Völkermord in Ruanda losging, 94. Und in Europa, ja, haben die Nazis diese Vergleiche gezogen. Also explizit auf Kakerlaken, ja. Explizit mit Kakerlaken. Wir sind, ja, und das in England, in Großbritannien, ja. Da, wo die Magna Charta und so weiter, 1600 und so weiter, ja, die Menschheitsgeschichte bereicherte. Puh. Wir sind in üblen Zeiten leben wir gerade. Also was können wir als Muslime dazu beitragen in dieser Situation, dass wir als Minderheit in Deutschland, in Europa leben? Wir haben nicht muslimische Nachbarn, die halt ja, von diesen menschenfeindlichen Botschaften halt auch umgeben werden. Ja, sei es Presse, sei es irgendwelche Politikerreden, die halt auch medial transportiert werden. Sei es vielleicht die Montagsdemo, wenn man in Dresden lebt oder ja, das kümmerliche Etwas, was es auch in Frankfurt etablieren möchte, ja, diese, ja, wir sind hier gegen Islamisierung und bla bla bla, ja, was können wir machen? Wenn wir uns diese Reden anschauen, da ist die Antwort drin. Das sind Dinge, die müssen wir in unsere Gemeinde erstmal reintragen, selber vorleben und dann werden die Menschen uns ganz anders anschauen und uns ganz anders begegnen. Und auch ganz anders die Presseartikel und die mediale Hetze auch einordnen können. Und als solche, als Hetze einordnen können. Vor Jahren einmal wurde mir erzählt, dass in England eine Frau reinkam in die Moschee und ihre Tochter mit dabei hatte.
und so zu den Verantwortlichen ging und gesagt hat, ich möchte, dass meine Tochter Muslimin wird. Was ist das für eine Situation? Eine Frau kommt rein mit ihrer Tochter und sagt, meine Tochter soll Muslimin werden. Warum werden Sie nicht Muslimin? So, nee, das ist nicht so meine Sache, aber meine Tochter soll so aufwachsen als Muslimin. Dann, ja, wie, warum? Und dann erzählt sie, dass ihre Nachbarn Muslime sind, ein betagtes Ehepaar. Und wie sie sieht, wie dieses betagte, also wie das ältere Ehepaar von den Kindern, ja, besucht wird und dass man sich kümmert und dass da ständig volle Bude ist und gekocht wird und gelacht wird und, ja. Und sie sagt, ich sehe so viele ältere Menschen, die vereinsamen und werden dann ins Altersheim abgeschoben. Und ich würde mich freuen, wenn meine Tochter mich so behandelt, wie die muslimischen Kinder ihre Eltern behandeln. Und deswegen, ich wünsche mir, dass meine Tochter Muslimin wird. Ich muss euch sagen, als das erste Mal ich das gehört habe, ich konnte dem Bruder nicht ganz vertrauen. Nicht, was seine Herzensvertrauenswürdigkeit anbelangt, aber vielleicht hat er das irgendwo aufgegabelt und passiert sowas, ist unrealistisch. Aber ich schwöre euch, dass ein Stockwerk höher im grünen Raum mir genau dasselbe passiert ist. Eine Frau war da und sie beschwerte sich, sie ist mit einem Muslim verheiratet, aber der lebt die Religion nicht und sie kommt hierher, sie möchte ihr Kind anmelden zum islamischen Religionsunterricht, weil sie will, dass ihre Tochter als Muslimin aufwächst. Sie selbst war eine Atheistin gewesen, weil sie sagt, der Islam ist eine saubere Religion. Daran kann ich mich noch erinnern. Das ist knapp 10 Jahre her, mindestens. Haben wir solche Botschaften für die Menschen? Spricht unsere Praxis für solche zentralen Inhalte? Spricht sie dafür? Was bedeutet für uns Religiosität in der heutigen Zeit? Wie leben wir unsere Religion? Wie bekommen andere Leute mit, wenn wir religiös werden? Vielleicht auf einmal fängt er an, arabische Kleidung zu tragen. Ja? Und wenn vielleicht irgendwo eine Melodie ertönt, dann hält er sich die Ohren zu, weil er will keine Melodien mehr hören. Wir können darüber sprechen, über das Thema Musik können wir sprechen. Ja? Müssen wir sprechen. Wir müssen darüber sprechen, dass die Mehrheit der Gelehrten gesagt hat, Instrumente sind verboten. Einfach so. Wir müssen aber auch darüber sprechen, dass die Minderheit der Gelehrten gesagt hat, dass das nicht so ist. Aber bleiben wir bei der Person, die sagt, nee, ich darf keine Melodien hören. Und sie zieht sich vielleicht arabisch an. Weil das jetzt auch islamische Rechtsthemen sind, will ich auch 2, 3 Sätze dazu sagen dürfen. Ibn Taymiyyah hat gesagt, dass Muslime, die in einem nicht-muslimischen Land leben, unabhängig davon, ob dieses Land mit den Muslimen Krieg führt oder nicht, aber sie leben in diesem nicht-muslimischen Land, dass es für sie entweder empfohlen sein kann, empfohlen oder sogar verpflichtend, sich in Äußerlichkeiten dem Volk anzupassen. Aus 2 Gründen. A, um für sich selbst Erleichterung zu bringen. Wie sieht das aus, wenn man so in arabischer Kleidung hier rumläuft? Und B, um für die Dauer des Islams einen Beitrag zu leisten, weil dann die Dauer des Islams auch leichter ist, wenn diese Äußerlichkeiten nicht so sehr stark im Weg stehen. Lest es selbst nach. Okay, so nur so nebenbei. Das heißt gut, man kriegt vielleicht mit, okay, der wird religiös, der hört keine Melodien mehr, der zieht sich ein bisschen anders an, aber seine schulischen Leistungen, die werden vielleicht noch schlechter. Dann rufen wir mal an, als Lehrer, bei den Eltern. Sagen, ja, was ist mit ihrem Sohn los? Ja, der hat sich ein bisschen geändert. Und die Eltern, ja, der sagt, wir beten nicht richtig, weil wir die Hände nicht zusammenfalten, nachdem wir, aus der Verbeugung hochkommen. Oder manche Eltern, die sagen sogar, die werden Ungläubige. Ja, so manche sind ein bisschen übermotiviert und verstehen einige Dinge falsch. Und Mama, Papa, ihr sagt gar keine richtigen Gläubigen mehr, weil irgendwas. Was denkt dann die Lehrerin? Der wird mir radikal. Ich muss irgendwo anrufen. Ja, und dann, versteht ihr, was ich meine? Manchmal ist das so, oder ich habe gehört, ein Bruder hat einen sehr guten Job gehabt, den hat er aber verloren, weil er darauf bestanden hat, dass er die Hosen kurz tragen muss. Es ging aber den Job irgendwie nicht. Unabhängig davon, ob ich damit übereinstimme oder nicht, dass man ihn hätte feuern müssen, darüber kann man reden, muss man reden auch. Ja, ist für mich kein richtiger Grund, aber Arbeitgeber sind Arbeitgeber. Die Frage ist, was hat der Muslim bei den Leuten ausgelöst? Die auf einmal mitbekommen haben, der wird religiös. Und das Erste, was sie mitbekommen, der will die Hosen irgendwie kurz tragen. Bis er diesen Job auch verliert. Was ist für eine Religion? Fragt euch die Frage, lasst uns mal Klartext reden. Was ist für eine Religion?
Ihr wisst, wie die Menschen dann denken werden. Genauso werden sie denken. Also wie wollen wir unsere Religion leben? Worauf wollen wir uns konzentrieren? Schaut euch diese Reden an. Warum konzentrieren wir uns nicht auf diese Reden? Auf ein wirkliches Fundament, was uns weiterbringt. Weil ansonsten wäre es nicht eine Priorität, versteht ihr? Ansonsten wäre das nicht so besonders erwähnt worden. Aber für manche bedeutet Religiosität auf einmal, eine andere Rechtsschule anzunehmen. Oder irgendeine eine Haltung im Gebet, die anders ist als die Mehrheit. Wenn man sagt, ja, warum? Der Prophet hat gesagt, Allah Segen und Frieden sei mit ihm. Der Islam ist als etwas Fremdes gekommen und er wird auch als etwas Fremdes wiederkommen. Aber bedeutet das, wie du deinen Finger im Gebet bewegst oder nicht bewegst? Oder ob deine Hände zusammenfaltest oder nicht zusammenfaltest? Wir haben aus dem Islam, einige von uns, zu einem gewissen Grad Rechtsschulendebatten gemacht. Bücherdebatten gemacht. Aber das werden die Menschen draußen niemals fühlen. Und die viel wichtigere Frage ist, was stellt Allah Ta'ala zufrieden? Und das sind Checklisten, liebe Geschwister. Hakt sie mal ab. Wir reden, das ist jetzt keine Akida-Rede, das ist keine spirituelle Rede, auch vielleicht, ja. Einen Vers, den ich euch vortragen darf, das ist doch wohl eine spirituelle Rede. Wenn Allah Ta'ala im Koran sagt, وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. Und dient Allah und stellt ihm nichts zur Seite und erweist den Eltern Wohltaten und den Verwandten und den Waisen und den Armen und dem nahestehenden Nachbarn und dem fernen Nachbarn, also dem muslimischen Nachbarn und dem nicht-muslimischen Nachbarn, wie die Mufassilun gesagt haben, und dem Gefährten an eurer Seite und dem Reisenden und dem Unfreien. Wahrlich, Allah liebt nicht die, die überheblich und stolz sind. Die Gelehrten der Seele haben gesagt, dieser Vers hat nur mit dem Herzen zu tun. Obwohl es, ja, die Theologie am Anfang und dann am Ende, wie du mit anderen Menschen umgehst. 9 verschiedene Menschengruppen wurden erwähnt. Aber sie sagen, nein, dieser Vers hat nur mit dem Herzen zu tun. Weil ja aus dem Herzen die Tat entspringt, versteht ihr? Und da müssen wir wieder hin. Wir alle kennen diese sinnlosen Diskussionen, die wir in der Moschee hatten und die uns manchmal so wehgetan haben, dass wir manchmal darüber nachgehen, soll ich noch heute in die Moschee gehen oder nicht? Wir alle kennen sie. Oder möchte einer hier protestieren? Gerne, dann sprich an dieser Stelle. Nee, sowas habe ich noch nie erlebt. Seht ihr, genau da liegt unser Problem. Wir alle haben es schon mal erlebt. Genau da liegt unser Problem. Und dieses Problem ist nicht nur ein internes Problem, sondern ein Problem auch da draußen. Weil wenn wir diese Botschaft leben, liebe Geschwister, unsere Nachbarn werden das mitbekommen. Und unsere Nachbarn werden nicht können, als uns als rechtschaffene Menschen anzusehen. Und wenn sie das wahrnehmen, dann werden sie unsere Nähe suchen. Dann werden sie auch unsere Lehre suchen. Für ihr eigenes Leben. Wenn nicht für sich, vielleicht für ihre Kinder. Und dann werden sie sehen und spüren, dass das, was gesagt wird, pure Hetze ist. Pure Hetze. Aber teilweise manchmal helfen wir ihnen dazu. Wir müssen es zugeben. Wie viele von uns, ja, ich kenne Leute, die haben Leute überfallen. Welche Botschaft senden wir? Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده
wa rasuluh. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, derjenige von euch ist nicht wahrhaftig gläubig, der sich satt schlafen legt, während sein Nachbar hungert. Und er sagte auch, Allahs Segen und Frieden seien mit ihm, bei Allah er glaubt nicht, bei Allah er glaubt nicht, bei Allah er glaubt nicht. Warnend. Die Prophetengefährten haben gesagt, wer, o Gesandter Allahs, wer glaubt nicht? Und er sagte, der, dessen Nachbar nicht sicher ist vor seiner Bosheit. Der, dessen Nachbar nicht sicher ist vor seiner Bosheit. Und er sagte auch, wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, soll seine Nachbarn gut behandeln. Soll seine Nachbarn gut behandeln. Liebe Geschwister, wir werden wieder sammeln für die regelmäßigen Kosten, die diese Gemeinde aufbringen muss. Strom und Wasser und Gas und ja, wenn jemand den Wasserhahn komplett aufdreht und sich praktisch duscht bei der Gebetswaschung, ja, das muss alles irgendwie bezahlt werden, ja. Von daher, den Wasserhahn vielleicht ein bisschen weniger laufen lassen, aber gleichzeitig auch etwas mehr spenden. Ja Mujib, Ja Rahman, Ja Rahim. Du bist derjenige, der die Bittgebete erhört. Wir bitten dich, O Allah, erfülle uns unsere Bittgebete im Diesseits wie auch im Jenseits. Schenk uns ein reineres Herz und schweiße die Herzen der Gläubigen zusammen und helfe uns, dein Licht weitergeben zu dürfen, O Allah. Rechtleite diejenigen, die deine Rechtleitung suchen, O Allah. Und lasse uns einen Anteil daran haben. O Allah, bitte lasse uns niemanden anbeten, niemandem dienen, außer dir allein, O Allah. Und lass uns niemals Götzendienst begehen, O Allah. O Allah, bitte lass uns den Propheten lieben wie keinen anderen Menschen in unserem Leben, da er dein Entsandter ist, dein geliebter Entsandter Prophet. O Allah, bitte vergib uns unsere Sünden und helfe uns, reiner und reiner zu werden von Tag zu Tag, dass wir die großen Sünden komplett unterlassen und daran arbeiten, unsere kleinen Sünden weniger werden zu lassen. Hilf uns, unsere Gebete in der richtigen Zeit 5-mal am Tag beten zu dürfen, O Allah. Und lasse es zu einer Sehnsucht werden, dir täglich 5-mal am Tag begegnen zu dürfen. O Allah, bitte schütze uns vor den vielen Versuchungen und vor den vielen Prüfungen und stehe all denjenigen bei, die sehr harte Prüfungen durchleben müssen, O Allah, die Folter durchleiden oder verdauen müssen, die bekriegt sind, die ihre Heimat verlassen mussten, die eine neue Zuflucht suchen, O Allah, diejenigen, die Trost brauchen, die verzweifelt sind, diejenigen, die krank sind, O Allah, bitte heile die Kranken und bitte verheirate die Unverheirateten, O Allah, und bitte segne die Familien, die bestehen, und bitte beschütze unsere Kinder, O Allah, und stärke unsere Herzen in deinem Glauben. Allahumma Amin. Bitte schenke auch den kinderlosen Kindern, Allahumma Amin, und lass uns dankbar für all deine Gaben sein. Lass uns dankbar für all deine Gaben sein. Lass uns dankbar für all deine Gaben sein. Und bitte schenke uns all das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von dir beten hat. Und schenke uns gleichzeitig Zuflucht vor all dem, wofür auch der Prophet bei dir, dein Segen und Frieden sei mit ihm, um Zuflucht gebeten hat. Allahumma salli wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa aqimis salah.